Leute, ich möchte heute nicht alleine leiden, ja, deswegen hat sich der André bereit erklärt. Der ein oder andere wird den noch kennen. André, servus. Ja, hallo, genau, spontan. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Der Alex sagte vorhin schon mal, ja, wir können auch später zusammen was essen. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwas Ekliges essen muss. Nein. Es ist ganz harmlos, ja, du weißt auch gar nicht, worum es geht, ne? Überhaupt nicht. Es ist auf jeden Fall etwas, sag ich mal, das eigentlich so ziemlich jeder auch gerne macht, ja, und auch so ziemlich jeder schon mal gemacht hat. Das klingt ja jetzt erstmal nicht schlecht, weil du sagst, dass ich mich geopfert habe. Also wenn man es gerne macht, dann auch weiß ich es natürlich gerne. Eigentlich nicht so schlimm. Heute ist vielleicht nicht der perfekte Tag dafür. So, ne? So, jetzt fängt es auch noch an zu regnen ein bisschen. Hast du denn schon ungefähr eine Ahnung, wo es hingehen könnte? Also du hast mir schon versprochen, dass nichts mit Höhe ist. Das ist ja gar nicht deins, ne? Das machen wir dann genau. Ein andermal. Also du hast mir auch versprochen, dass wir uns keine schwulen Pornos zusammen haben. Ja, das fällt auch weg. Da müssen wir ja auch nirgendwo hinfahren, weil die hast du ja, glaube ich, bei dir auf dem Laptop, ne? Und, nee. Wipper führt, also da entspringt die Wupper, glaube ich, oder? Ja. Quasi vielleicht mit einem Kanu bis nein, viel nach schlichter. Leverkusen. Es ist sehr viel schlichter, es ist ganz schlicht. Ich habe keine Ahnung. Nein, nicht. Nett, dass du mitkommst. Ja. Ja, du sagtest ja gerade, toll, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Es wird wahrscheinlich irgendwas draußen sein, oder? Historischer Stadtkern. Also wenn das Wetter eine Rolle spielt. Es ist was draußen, aber eigentlich ist der Regen da auch egal. Der Regen ist da, glaube ich, das kleinste Übel. Ja. Toll ist es nicht. Wird man denn nass? Also muss man ja, ne? Wenn man jetzt, wenn es regnet und es draußen ist. Eventuell. Ja. Eventuell. Wermelskirchen. Kennst du den Weg hier nicht, André? Also ich kenne den Weg so ein bisschen von, ich glaube, wenn man Richtung Krebelinker Brücke fährt. An den See. Ist das schon mal hier? Staumauer? Soll ich einfach sagen? Nein. Ja, vielleicht schon, aber... Pass auf so vielen Listen steht halt drauf, in eiskaltem Wasser baden gehen. Weißt du? Und ich dachte mir, warum? Aber es soll ja auch super sein fürs Immunsystem. Für die Durchblutung auch. Ja. Und auch super dumm. Ich bin so froh, dass du mitkommst. Alleine hätte ich gar keinen Bock. Und ich würde schon mal die Sitzheizung hier auf jeden Fall... Vorheit. Nein, schade. Ja. Ich habe natürlich eine Badehose für dich eingepackt, André. Ich habe natürlich auch ein Handtuch mitgebracht. Ich bin ja kein Unmensch. Und deswegen hast du mir auch gesagt, dass ich 4 Wochen nicht trainieren gehen soll. Die letzten 4 Wochen. Ja, ich war jetzt 3 Monate nicht. Ich kann ja jetzt bald wieder anfangen. Also, jetzt weiß ich auch, warum ich die letzten 4 Wochen nicht trainieren sollte. Deutlich angenehmer. Ich wusste gar nicht, dass das so schön ist hier, ne? Auch da hinten. Ja. Sieht ein bisschen aus wie Hawaii. Wie Hawaii? So, ich denke, das Umziehen will ja keiner sehen, ne? Ja. Ich denke auch. Vielleicht sollten wir auch so reingehen. Und dann wieder komplett aus der Form raus. Naja, okay, komm, so bringt nichts. Boah, ist das kalt. Boah, ist das dumm. Ja, warum? Jetzt wäre ich schon fast als Erster rein. Ich will nur noch mal erwähnen, dass der Kameramann gerade gesagt hat, dass ihm kalt ist. Ich frage mich. Was für eine Frechheit. Ich frage mich, warum Leute sowas vorschlagen. Es ist so dumm, Mann. Boah. Ich glaube, du musst das Rennen dann schnell durchziehen. Oder? Boah, ich weiß nicht, ob das tut richtig weh an den Füßen, ne? Boah, voll. Ja, was meinst du, wie es gleich am Rest des Körpers weh tut? Kennst du das noch so aus der Kindheit, wenn du irgendwie draußen viele Schneebälle gemacht hast und dann die Hände unter das Wasser hält? Ja, das haben wir jetzt gleich am ganzen Körper. So. Boah, ich hab gar keinen Bock. Ich überleg gerade, was die beste Variante ist. Langsam oder einfach. Oh Gott, das ist beißend kalt! Boah, warum? Warum steht das in so vielen Listen? Aber ich glaube, nirgendwo wurde es abgehakt. Weißt du, die Leute schreiben das alle in ihre Liste und machen es alle nicht. Denken sich, es wird schon irgendwie einen dummen geben, der es macht. Echt?
meine Füße tun. Ey, ich schaff's nicht, Alter. Wie soll man das machen? Ja, ich glaube einfach Augen zu und durch, aber es besteht die Gefahr eines Herzinfarktes. Man sieht doch immer diese Aufnahmen, wo die Russen immer so eine Eisscholle sprengen, irgendwie aufmachen und dann einfach reinspringen. Die kriegen doch auch keinen Herzinfarkt. Ja, das sind auch Russen. Ist das besser, oder? Boah, das ist furchtbar. Es ist, meine Füße frieren ein. Mann oder Maus? Boah. Ah! Körper. Boah, Alter, ich krieg den Luft. Ey, reicht das? Ich hab vergessen, die Kamera auf mich zu halten. Hier, geh noch mal rein. Jetzt ist mir richtig warm. Mir noch nicht. Oh, jetzt fühlt sich das nicht gut an. Also, ich weiß, glaube ich, warum die Leute das machen wollen. Ich könnte jetzt sogar noch mal reingehen. Ja, ich würde sagen, damit wir Weihnachten vielleicht ohne Schal und Mütze unterm Tannenbaum verbringen können, ja, sollten wir uns jetzt Show schnell machen anziehen, heute. Oder? Ja. Boah, dann, meine Füße, Alter, meine Füße frieren ab, ne? Kannst du kurz zurück ins Studio schalten? Das machen wir mal. Wenn wir so weit kriegen, dann können wir uns anziehen wieder. Ich würde sagen, wir holen uns einen Kaffee und schalten zurück ins Studio. Oh Gott, ich hoffe, das reicht. Aber man kann es abhaken, das ist das Wichtigste. Einmal, Leute, Dinge, die ihr unbedingt, unbedingt im Leben mal gemacht haben müsst, in eiskaltes Wasser springen. Ja, unbedingt. Also empfehle ich wirklich jedem. Ich bin ein großer Fan von kaltem Wasser. Zurück ins Studio. Jetzt,